Ja, moin und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Resident Evil 2. Wir schmeißen mal eben das Farbband in die Truhe und dann wollen wir hier mal Räumkommando spielen und den Hubschrauber beiseite sprengen. Denn wir haben uns ein Bömmchen gebaut in der letzten Folge. Und das wollen wir doch jetzt mal in Aktion sehen. Das kleine Bömmchen, was wir uns gebastelt haben. So. So, ich meine, das müssten wir jetzt hier an die Wand pappen, ne? So, pass auf. Nicht Pause, sondern dahin und benutze. Das brauche ich jetzt nicht. Okay. So, die Tür ist kaputt. Ich komme weiter. Die ganze Wand einzureißen. Ja, da brauchen wir, aber normalerweise nicht. Nicht? Okay. Oder müssen wir das hier an den Hubschrauber anbringen? Boah, das ist eine gute Frage. Kann auch sein. So, brauche ich jetzt nicht. Wie war das denn jetzt nochmal? So, die Tür ist kaputt. Ja. Nee. Ich war das nicht hier? Aber die sagt doch, die Wand einreißen. Brauche ich jetzt nicht. Okay, hatte ich jetzt wirklich gedacht? Weil die Claire sagt, dass die den Hubschrauber wegspringen will. Oder müssen wir von außen machen? Ja, das kann natürlich auch sein. War das denn nochmal? Also die sagt ja wegspringen und wir haben eine Bombe. Und sogar wenn wir uns die Bombe angucken, so prüfen, da sagt die ja den Hubschrauber, damit kann ich den den Schutt beseitigen. Und mit dem Schutt meint die ja den Hubschrauber. Warum müssen wir das hier machen? Nö. Okay, dann vielleicht doch von außen. Würde auf eine Art auch logisch sein, dann müssen wir mich nochmal an den Krähen vorbei. Ja. So, wir laufen mal jetzt einfach direkt durch. Ganz straight. Ich wüsste jetzt nicht, welchen anderen Schutt. Jetzt nicht. Okay. Ist ja vorne. Auch nicht. Also irgendwie habe ich das jetzt gar nicht. Der Hubschrauber ist nur noch ein Wrack. Aber stand da nicht irgendwas mit dem Hubschrauber, mit der Bombe? Ich bräuchte nur noch einen Zünder und dann kann ich den Hubschrauber wegsprengen oder nicht? Oder was? Ja, ich. Ha. Ja, ich weiß, in dem Remake war das so ganz anders. Das war ja ein Bereich, den wir mit der Bombe freigesprengt haben. Okay, dann gehen wir wieder raus, weil runter braucht man ja nicht mehr. Der Bereich ist eh fini. Wo wir jetzt hin könnten, wären hier runter. Dann gehen wir doch unten ins Büro, weil wir haben jetzt genug Munition. Das dürfte rein theoretisch hinhauen. Die Armbrust ist bei denen ja sehr effektiv. Ein Schuss und Zombie platt. Da können wir, glaube ich, runter, aber da braucht man, glaube ich, einen Schlüssel für, ne? So, ich weiß. Hier sind ein paar Zombies mehr. So, hier liegt einer auf dem Boden. Okay. Halunke. Das heißt, den haben wir gerade verbraten. Den Schuss. Aber die Kameraperspektiven, wenn die wechseln, das ist auch echt manchmal. Sehr. Ja.
Na, wie sagt man nochmal? Na, sag doch mal. Okay, drei Zombies laufen noch hier rum. Verwirrend, genau das ist es. Das war das richtige Wort. Ich war jetzt gerade am Überlegen. Da will aber auch keiner so richtig kommen, ne? Also, das sind so ein paar Halunken. Also, richtig zielstrebig sind die Kumpanen hier nicht. Ja, ja, reg dich ab. Also, ihr seht. Okay, das ist natürlich. Hui. Okay, der braucht mehr als den einen Schuss. So. Das müsste aber hier auch gewesen sein. Jetzt haben wir noch den einen hier, der auf dem Boden liegt. Den machen wir, glaube ich, auch sofort, oder? Weil Pistole haben wir nicht mehr dabei. Okay, dann macht der nichts. Schön. Den Schuss verbraten. So, genau hier ist der Safe. So, Ziffernblock 2, 2, 3, 6 war es, ne? So, zack, Tür auf. Sache, Zahlengedächtnis ist da, aber hier Säurepatron. Eine Polizeirevierkarte. Wollen Sie mitnehmen? Natürlich wollen wir das. Aber Namensgedächtnis ist wirklich grottig. Aber es haben viele, die sich gut Zahlen merken können, haben oft mit Namen Probleme. So, was haben wir hier? Ein grünes Kraut, sehr schön. Und da sehen wir mal, wie schnell hier die Munition für die Armbrust weg ist. So, wir haben nämlich noch was liegen. Nochmal ein grünes Kraut. Das war's aber. Hier sind nicht aller guten Dinge drei. Na, aber immerhin. Wollen wir uns nicht beklagen. Ah, ich glaube, hier vorne ist auch noch was für uns, ne? Okay, dann nicht. Ich habe gedacht, das wäre hier ein Zettelchen. Also ich sage, hier kannst du manchmal nicht wirklich sehen, ob das jetzt hier nur in dem Hintergrundbild ist oder ob das jetzt wirklich etwas zum Aufnehmen ist. Ich meine, hier vorne lag ein Farbband, ne? Hier auf der Ecke, das ist ein Farbband. Jawohl. So, jetzt wird es auch schon wieder eng hier im Inventar. So, und hier ist ein Fax, oder? Was ist das? Kann man, glaube ich, gar nichts mitmachen. Jetzt halt nur ein Licht an und ein grünes. Habe ich gedacht, das ist bestimmt irgendwas Dolles. Aber erschreckend, wie wenig mir jetzt hier noch hängen geblieben ist. Ich gebe es zu. Wirklich erschreckend. Muss aber auch sagen, der zweite Teil ist natürlich länger und komplexer, als der erste war. Das muss man auch ganz klar sagen. Der erste war natürlich auch von den Räumlichkeiten her etwas überschaubarer. Hier hast du viel mehr Abwechslung, viel mehr Räume. So, hier ist nichts. Wir haben... Moment, wir können... Moment. Nein, da wollte ich jetzt gar nicht rein. Ich weiß jetzt nicht, ob die zugesperrt war. Ich weiß, im Remake, wenn man die Tür aufgemacht hat, kam da ein Zombie durch die Tür geschossen. So, hier ist natürlich volle Motto Zombie-Action. Ich hatte es mir nämlich gedacht. Da sind ziemlich viele Zombies im Flur. Ich hätte jetzt aber gedacht, die Tür wäre verschlossen gewesen. Hätten wir die nämlich jetzt erstmal aufgeschlossen. Bevor wir nachher von der anderen Seite davor stehen. Wir gehen jetzt aber ganz kurz mal hier durch. Weil die Polizeikarte haben wir ja auch noch. So, verschlossen. Unter dem Schlüsselloch ist ein Herz eingraviert. Okay, dann können wir da ganz schlagen. Aber das Problem ist mit, wie viel Schuss haben wir? 6, 7, 7 Schusshammer.
Wir versuchen unser Glück. Wir gehen raus, wir gucken, wie weit wir kommen. Aber ich meine, hier sind viele Zombies. Zack. Frotz. So, und noch einmal. Nein. Da geht er down. So, mit dem letzten Schuss. Ich glaube, das war's auch hier unten. Gehen wir hier durch die Tür. Und das ist nämlich die Tür, die wir schon aufgesperrt hatten. Ja. Ganz am Anfang. So, wir... Moment. Das ist doch blöd. Ich wollte jetzt zur Truhe. Allen Ernstes, die Leiter hoch. Wir haben doch hier nebenan eine. Da wäre ich jetzt beinahe die Leiter hoch, oben in den Raum, hätte dann mein Kram gemacht, wäre wieder mit der Leiter runter. Aber hier hat man auch viel mehr Truhen, viel mehr Speichermöglichkeiten. Im ersten Teil hat man ja auch nur quasi die zwei Räume gehabt im Herrenhaus. Und hier sind ja dann doch ein bisschen mehr. So, wir schmeißen die Granaten mal raus. Obwohl, Farbbänder hätte man mitnehmen können, braucht man nämlich noch. Wir schmeißen Heilung raus. Und wir wechseln natürlich wieder die Waffe. Und ich will mir jetzt, also irgendwie verstehe ich das mit der Bombe nicht. Aber wir versuchen jetzt einfach mal so weit zu kommen, wie es geht. Und falls wir irgendwo hängen... Hängen wir. Muss mal gucken, was wir mit der Bombe machen. Ja, keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Wir schauen mal. So, Moment. Ach, speichern brauchen wir noch gar nicht. Hätte ich Farbbänder auch weglassen können. Ich bin ja auch wieder mal lustig. Brauchen wir doch noch gar nicht. Ich war jetzt gerade überlegen, speichern. Ich habe jetzt Farbbänder gekriegt. Das ist ja Quatsch. Die haben wir ja erst vor kurzem gespeichert. Ja, wir kennen ja quasi gar nicht mehr den Luxus, so viele Farbbänder zu finden. Ich werde jetzt überlegen. 3, 6, 8 Farbbänder. Wir haben hier nichts Ungewöhnliches. Okay. Ich meine, hier müsste irgendwo noch ein Heilkraut stehen, ne? Ich meine, rechts am Automaten. Ne, da hinten steht's. Ich sehe es. Genau hier. Wir haben immer noch keine Karte der Polizeistation. Ist ja allerhand. Fällt mir auch gerade mal auf. So, können wir uns hier eine Cola-Dose ziehen? Nichts Verdächtiges. So, da steht 9:28 Nachtschicht. George Scott. Das ist ja der Scotty. Auch ein Blutfleck auf dem Boden, aber Claire sagt dazu nichts. Ah, wir
wie war das nochmal? Ich war hier nicht irgendwas in den Kisten. Da drin steht nichts, sieht nichts sehr... Hä? Da drin sieht nichts sehr nützlich aus. Mhm. Zombie-Action, yeah. Das ist das Schöne an der Pistole, die knallt die natürlich sehr schnell um. Das heißt, wenn die einem zu nahe kommen, kannst du da richtig schön die wegholzen. Was mich aber stört, dass wir hier so viel Munition verbrauchen, er blutet. Das ist schon mal gut. Weil ich höre hier mindestens noch zwei Zombies. Mal eben nach. Ich meine, da kommt gleich ein Verhörraum, ne? So, der eine Zombie blutet auf jeden Fall schon mal. Boah, hier geht die Munition echt wie weg wie warme Semmel. So, jetzt bleiben wir mal liegen. Zwei Schuss, sehr schön. Läuft auf jeden Fall. Überhaupt nicht gut, weil die, das können wir vergessen. Okay, da müssen wir nochmal zurück. Aber mit den zwei Schuss, das ist vergebene Mühe. Ach mal, jetzt können wir nicht mit dem Granatwerfer hier rumholzen. Also irgendwie habe ich eh das Gefühl, ich übersehe hier viel zu viel Munition. Also da ist nix. Wir nehmen den Granatwerfer mit. Das machen wir. Weil wenn die Stelle jetzt kommt, die ich meine, die kommt, braucht man den nämlich so oder so. Pistole lassen wir noch, falls wir gleich Pistolenmunition finden sollten. So, wir nehmen aber hier Brandgranaten mit. Genau. Das Heilkraut legen wir raus. Wir nehmen aber... Also den Zünder brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht. Bombe und Zünder. Das meine ich, wenn nicht hier. Da können wir nicht rausschmeißen. Dann nehmen wir einmal Heilung mit. So. Gesagt, getan. So, ich habe jetzt gerade mal überlegt, ich war jetzt gerade so still. Ich habe jetzt gerade überlegt, wann ich das letzte Mal dieses Spiel gespielt habe. Ich meine, das müsste auch so 5-6 Jahre her sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, ich hätte es damals, nachdem ich den ersten Teil gespielt hatte, auch danach direkt den zweiten Teil gespielt. Ich meine, da ist irgendwas gewesen, aber ich kann mich jetzt nicht mehr 100% erinnern. Auf jeden Fall, das muss mindestens 5-6 Jahre her sein. Und... warum ich so wenig weiß, weil ich überlege gerade die ganze Zeit, warum fällt es mir schwer, mich jetzt hier daran noch zu erinnern, was, wann, wie kommt. Also im ersten Teil im Herrenhaus, da ist noch vielleicht nicht alles so präsent gewesen, aber so ungefähr, was ich wo machen muss. Jetzt hier mit der Bombe, bin ich ganz ehrlich, weiß ich jetzt gerade nicht. Ich meinte, das wäre oben mit dem Hubschrauber. Ich meine auch, die Claire hätte irgendwas eben gesagt, aber da haben wir ja jetzt nichts hingekriegt. Werden wir dann aber noch sehen. Aber dass ich jetzt hier überhaupt nicht mehr weiß, wo es genau weitergeht. Und das hat natürlich auch den Hintergrund, es war ja auch damals auf dem Index und ich hatte das mit dem Kumpel gespielt, aber ich hatte das Spiel selber nicht gehabt, das hatte der Kumpel gehabt. Ja, der hatte so richtig heißen, coolen Scheiß gehabt, es war ja auf dem Index, der hat das Spiel aber trotzdem gehabt. Man hat damals eben nicht so leicht, ist man an dieses Spiel rangekommen, das war das Problem gewesen. Und ich habe selber nicht gehabt, ich habe mir das Spiel erst vor, jetzt lass mich lügen, ich meine, das war eben so 2014, 2015 gekauft.
Das war auf jeden Fall kurz bevor das vom Index gewandert ist, weil es ist ja von Capcom auch wegen dem Re-Release im Store und eben wegen dem HD, also wegen dem Remake, ist das ja neu geprüft worden und deshalb ja so frühzeitig auch schon vom Index gelandet. Aber ich hatte es vorher schon. Das fällt mir aber gerade mal auf, dass das blöd ist mit der, mit dem Granatwerfer, weil wir hatten es ja beim anderen, dass die nur in die Luft gesprengt werden, aber nicht sterben. Dann nehmen wir doch hier die Brandgranaten. Komm, Uschi. Schrotzwumm. So, die dürfte jetzt nämlich nicht mehr aufstehen. Sonst haben wir die wieder nur in zwei geschossen. So, das ist nämlich hier für Hörraum. So, Karo-Schlüssel benutzt. Dieser Schlüssel ist jetzt nutzlos, ablegen wollen wir. Wir gehen da aber noch nicht rein. Au. Au. Ich glaube, ich weiß es. Und ich glaube, wir brauchen gleich doch nochmal das Feuerzeug. War hier nicht irgendwas mit Feuerzeug? So, rotes Kraut wollen wir noch nicht mitnehmen. Oh, war hier nicht was. Ich meine, hier links hinter der Tür ist irgendwas. Wir gehen mal eben hier rein. So, das ist nämlich hier ein Verhörraum. Wir sind jetzt hier auf der Seite, wo wir in den anderen Raum reingucken können. Die andere Seite hat den Spiegel, also ist die verspiegelte Seite. So, wir gucken uns mal eben hier um. Auch hier habe ich sofort Erinnerungen und Bilder vom Remake im Kopf. Also es ist wirklich beeindruckend, wie die sich gleichen, aber doch dann sehr unterschiedlich sind. Finde ich voll toll. Da blinkt was im Nebenzimmer. Auf dem Regal ist nichts Besonderes zu sehen. Okay, finden wir hier gar nichts? Echt nicht? Das sieht doch hier vorne aus wie Munition, oder nicht? Ich bin doch nicht blöder. Jawohl, ich wollte doch sie gesagt haben. So, Pistolenmunition, okay. Dann haben wir ja wenigstens wieder was. So, da drüben ist nämlich auch wieder so eine Tafel, glaube ich. Ist aber, glaube ich, auch, soweit ich mich entsinnen kann, nur ein halbes Täfelchen, ne? Da war, glaube ich, gerade eine Kaffeemaschine. So, können wir uns nicht einen Kaffee reinkippen? Okay, gehen wir wieder raus. Dann... wollen wir hier nebenan rein. So, hier vorne liegt irgendwas Pixeliges, was man nicht erkennen kann. Kabel mitnehmen. Oh. Ich weiß, hier ist 50-50. Hier sind zwei Sachen. Moment, warte mal. Hier sind zwei Sachen. Wir haben hier einmal das Kabel und wir haben hinten diese Tafel. Ich meine, das ist eine Tafel. So, und je nachdem, was wir machen, wird hier etwas passieren, weil das ist ja der Spiegel. Was ich auch cool finde, ist, das war auch damals wirklich der absolute Schissel, dass man hier ein Spiegelbild hat. Da, also da haben... kann man sich nicht mehr dran zurück entsinnen, also dass man, also da reinversetzen, wie das früher war, aber das war wirklich damals, boah, Junge, Junge, das war schon cool. Also das war im ersten Teil ja schon cool, aber hier ist das Spiegelbild so richtig groß, auch in verschiedenen Kameraperspektiven, das war schon echt scheißer Scheiß, ne? Ganz, ganz toller Effekt, aber jetzt ist die Frage, was machen wir? Ich wette mit euch. Dass jetzt hier nichts passiert. Wir nehmen das Kabel mit, weil damit können wir nämlich diesen Auf-Zuschalter in dem Gang mit dem Licker... Ah, ist nichts passiert. Mit dem Licker können wir dann nämlich die Fenster versperren. So. Genau, da ist der Adlerstein. Den nehmen wir mit. Und laufen. Alter, ich wusste es. Oh.
Und trotzdem habe ich mich mal wieder erschrocken. Boah, ich wusste, dass es ja passiert. Oh, der Licker, der da durch die Scheibe gesprungen kommt. Junge, 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 lüge ich. Aber zum Glück brauchen wir in dem Raum nicht mehr zurück. So, wir haben hier aber noch das Kraut. Das nehmen wir auch mal eben mit. So, dann haben wir auch direkt mal volle Taschen. Wir gehen nochmal ganz kurz hier in den Raum. Ist verschlossen. Unter dem Schlüssel ist ein Kreuz eingraviert. Okay, alles klar. Dann gehen wir noch nicht in den Raum. Wir gehen hier lang zurück. Und das finde ich auch schön, dass das in dem Remake drin war. Moment. Moment, ich habe gerade was gesehen. Ja, das ist Redrum. So, das kann man jetzt hier nicht lesen, aber man sieht R-E-D-R. So, und das ist ja spiegelverkehrt geschrieben. Und das ist 100% eine Anspielung auf Stephen Kings Shining. Da steht ja auch Redrum. Das sieht man in dem Film mit Jack Nicholson. Echt ein absolut genialer Film. Auch das Buch ist fantastisch. Ich liebe Stephen King. Ja, wer hätte es gedacht, ne Horror. Aber das steht im Redrum und wenn man das mit dem Spiegel dahin hält, dann kann man das lesen, dass es Mörder heißen soll. Redrum, Mörder. Was man jetzt auch nur einen kleinen Teil gesehen hat, ist natürlich eine Anspielung auf Stephen Kings Shining. Absoluter Klassiker Shining. Wirklich fantastisches Buch. Auch der Film ist wirklich richtig gut. Die Stephen King Filme sind nicht immer so gut umgesetzt. Also ich habe in einer kleinen Stadt, habe ich damals gelesen und ich habe dieses Buch verschlungen. Wirklich, es ist ein fantastisches Buch. Ich muss sagen, wenn man dann die Filmumsetzung sich anguckt, ja, die ist nicht ganz so gut. Da sind viele Szenen, die da nicht drin sind, was auf eine Art auch normal ist. Das Buch hat fast 1000 Seiten. Wie willst du das auf knapp anderthalb Stunden Film quetschen? Aber ich fand, so ein paar Schlüsselszenen hätten ruhig drin bleiben können. So, jetzt gehen wir aber doch mal, weil wir brauchen ja diesen Kreuzschlüssel, bla bla, wir gehen mal eben eine Etage höher. So. Wir klettern die Leiter hoch. Wir gehen oben in den Safe-Raum, in das Büro. Genau. Aber ich finde das Buch Needful Things finde ich total super. So heißt das nämlich das Buch und der Film heißt In einer kleinen Stadt. Das ist nämlich nur der Untertitel des Buchs. Das Buch heißt halt normalerweise Needful Things. Und das hast du auch bei The Stand zum Beispiel. Das ist ja ein Vierteiler und ich finde auch die Filme gut, aber das Buch ist viel besser. Muss man sagen. Aber das hast du halt oft, ne? Kann halt nicht jeder Herr der Ringe sein. So, wir schmeißen die Heilung weg. Also vielmehr ins Inventar. Die Tafel schmeißen wir auch raus, weil wir haben eben vom blauen Stein noch nicht die andere Hälfte. Bringt uns nämlich erstmal eh nichts. Das können wir rein theoretisch zusammenpappen. Machen wir mal eben. Obwohl, hätte ich jetzt auch direkt so machen können. Also egal. Machen wir hier rüber. Zack. Erledigt. So, legen dich hier oben ins Inventar. Das lassen wir mal. Oder brauchen wir das Kabel noch für die Bombe? Das ist eine gute Frage. Zünder und Bombe. Das könnte natürlich sein, dass das noch mit dem Kabel verbunden werden muss. Ja, das ist natürlich, ja, hört sich logisch an, sag so. Okay, alles klar, wir nehmen nochmal ein Farbband auf. Und den Rest lassen wir so. Obwohl, die Brandgranaten können wir rein theoretisch rausschmeißen, oder? Schmeißen wir einfach raus. Lassen wir uns nicht lumpen. So, dahin. Haben wir auch ein bisschen Platz. Speichern, da haben wir nachher drei Slots frei. Sehr schön. So. Natürlich wollen wir das benutzen. Ja, ist jetzt die Folge auch ein bisschen länger geworden, aber wir haben ja auch hier ganz viele dolle Sachen gemacht. Dann ist das ja alles gar kein Problem. So. Wir hauen in die Tasten und ich würde sagen, wir machen mal Schluss für heute. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn ihr Bock habt, beim nächsten Mal wieder einschalten. Und dann würde ich nämlich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.